schon richtig gut. Toller Saisonauftakt. Ein herzlich willkommen bei FIFA 18. Heute spielen wir eine Runde 7 und lassen den HSV wenigstens im Spiel mal wieder glänzen durch einfach schöne Siege. Hoffen wir es mal. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1. Hoffe ich mal, das wird kein Déjà-vu-Erlebnis. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Wird es jetzt gefährlich? Jetzt der Schuss. Und da gehe ich auf Führung. Wunderbar. Ich entschuldige mich gleich mal für die schlechte Sprachaufnahme. Hier arbeite ich momentan mit einem nicht allzu guten Headset an der PlayStation. Wird sich natürlich zukünftig noch ändern. Dieser Treffer ist ein wirklich schöner Angriff. Auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, Zuschauen ist angesagt. Klasse Vorbereitung. Schade, dass es gestern nicht so gelaufen ist. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jung. Erstmal ein klein wenig wieder Ruhe in mein Spiel bringen. Mavrei. Holtby. Jetzt könnte es gefährlich werden. Unaufhaltsam. Da steht die Abwehr sicher. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Also das war jetzt richtig stümperhaft von mir. Jetzt vielleicht. Tolle Aktion vom Torwart. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn es klingelt. Vor allem, wenn man mit einem HSV spielt. Sakai. Na, was leckt es jetzt gerade hier so ein klein wenig? Es ist halt so ein Problem, unabhängig ob man am PC spielt, ob man auf der PlayStation spielt, fängt bei FIFA. EA hat es bis heute nicht geschafft, danach mal ein klein wenig Auswahl treffen, sage ich mal, die Gegner zu suchen. Das halt wirklich die Verbindungen ordnungsmäßig sind. Der Ball geht an den Pfosten. Man hat immer noch diese Gegner, wo teilweise wirklich eine Ruckelpartie ist, als ob man vor 20 Jahren spielt. Keeper geht gut zum Ball, faustet ihn weg. Und den Ball hat er sich geholt. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Tolles Zuspiel. Da müssen sie aufpassen. Guter Schuss, knapp vorbei am Tor. Also einige Dinger ja, die könnten gar nicht vorbeigehen. Ah, was passiert jetzt? Wechsel, aufgeben, was ja auch nichts Neues wäre in den Online-Partien. Es gibt sehr viele Spieler, die einfach permanent die Zeiten von den Pausen runterlaufen lassen. Hauptsache, vielleicht macht ja der Gegner einen Rage Quit und man kriegt einen Auto-Win. Sowas ist nicht schön, lässt sich aber leider auch nicht vermeiden. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Und Köln hier mit dem Ball gewinnen. Ja, Köln geht hart drauf. Da holt er den Ball zurück. Jung. Naja, Jung hat es doch etwas mehr erwischt. Holtby. So gut ist. Das könnte gefährlich werden. Und er gewinnt den Zweikampf. Ja, und das könnte doch was werden. Abstoß, ja, Ball war oder auch nicht. Wir beginnen ja auch mit unserem neuen Talent, Fieber Arp. Er hat ja leider gestern im Spiel gegen Köln gefehlt. Krankheitsbedingt. Man kann wirklich nur hoffen, dass der Verein nach den heutigen Trainer rausfuhr, langfristig weiter auf die Jugend baut, dass sich in Wirklichkeit auch beim HSV vielleicht doch mal noch was ändert. Obwohl ich mit mittlerweile über 20 Jahren Sie haben Platz. Als Fan viel Vorwärtsdrang jetzt.
langsam auch immer dran glaubt, dass die Klasse gehalten wird. Man merkt halt immer wieder, dass da nicht der wirkliche Wille ist. Im Laufen, wie man es gestern gesehen hat, reicht halt nicht, um in der ersten Liga zu bestehen. Egal. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, da geht ah, das war Risiko jetzt gerade auch nicht so. Und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Marcel Risse. Macht ihn. Und die Chance, aber nein, er gibt abseits. Kostic. Da wäre jetzt Platz. So, was machen Sie draus? Flanke jetzt. Das und Tor ein wunderschönes Ding, jawohl. Mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Das war jetzt wirklich mal ein schönes Bitterpunkt-Tor. Er ist heute richtig gut drauf, das war für ihn Tor Nummer 2. Direktabnahme. So will man das sehen. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Muss auch sagen, das ist jetzt das zweite Season-Spiel heute. Der erste Gegner war er auch nicht so berauschend. Halb heute jetzt Holtby. Geführt, schon ein halbes Jahr. Eckdahl. Ja, ich habe eigentlich nur kurz nach dem Release mal knapp 2 Wochen gespielt. Danach hatte ich die Phasen zur Seite gelegt. Weil es mir diese. Das gefällt mir, hat mir nicht ganz so gefallen. Wichtige Aktion! Durch verschiedene Punkte. Die Chance jetzt vielleicht zum jetzt wollte ich mal wieder etwas anfangen, muss aber sagen, ja, man findet gutes nicht allzu gute Gegner. Ich spiele zwar noch relativ in einer niedrigen Season, was das relativ nur normal ist. Trotzdem ist FIFA ja schon eine ganze Weile auf dem Markt. Erwartet man vielleicht doch ein bisschen mehr Gegenwehr. Da kommt der Schuss! Das war dann doch deutlich drüber. Ja, man muss halt bedenken, dass der HSV wirklich auch im FIFA nicht so eine Glanzmannschaft ist. Ja, dieser Aspekt, dass nun mal Kostic. Köln jetzt so einen schlechten Start hatte in der ersten Saisonhälfte, das spielt ja nun den bei FIFA gar keine Rolle. Aber es fällt mir hier gerade schon relativ einfach. Wenn ich jetzt ein bisschen eingespielt wieder bin, war konsequente Angriffe durchführe, oder was Standards auch mir wieder angeeignet habe. Ach, da hat man bei so einem Spiel eigentlich keine Bedenken. Gutes Taking. Holtby. Nikolai Müller. Und das war auch schon die erste Hälfte. Jetzt werden wir aber noch einen draufsetzen, indem wir mal eine kleine Wechselung machen. Ja, nach dem gestrigen Spieltag hat FIFA natürlich gleich wieder alles nicht aktualisiert. Kostic hat natürlich dann gleich mal wieder ein bisschen hier Pfeil nach unten. Darauf gebe ich nicht so viel Wert. Ich werde aber jetzt mal Folgendes probieren. Ich werde den Arp mal außen lassen, obwohl... Ja doch, ich lasse mal den Arp außen und werde der Butter reinbringen als direkten Stürmer, dass wir vielleicht mal die Offensive noch ein bisschen hier verstärken. Und werde jetzt auch gleich mein Pressing und... die Mannschaft auf Konter einstellen. Da schauen wir gleich. Ach, die Offensive machen wir auch natürlich noch hoch. So, Konter und Pressing. Viele nutzen diese Option gar nicht. Man muss aber sagen, durch Taktiken kann man wirklich spätestens dann, wenn man höhere Bereiche spielt im FIFA, sollte man sich das auch schon mit berufen. Es bringt was. Ja, man kann halt Mannschaften wirklich einstellen. Schöner Pass. Achtung jetzt. Klasse Tackling. Und hier habe ich gerade auch schon wieder einen Anfängerfehler gemacht, was eigentlich nicht passieren sollte, dass man so... dazwischen, weg ist der Ball. Jetzt vielleicht mal die Kölner. Ein kurzes Spiel macht von Dorwart, das ist sehr gefährlich. Es gibt so viele, die super das ausnutzen, da kann er ihn stoppen. Wodurch man recht schnell ein Gegentor bekommt. Gegen gute Gegner sollte man prinzipiell, wenn man hinten in der Bredouille reitet, einfach die Ball raushauen. Das konnte lieber werden, mal einwerfen sowas.
Aber nee, da den Ball hinten raus. Das ist halt wirklich wichtig. Er ist heute einer der auffälligsten. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Holtby. Ekdal. Nikolai Müller. Das macht er sehr gut. Mavrai. Fängt diesen Ball ab. Ich setze mich gerade selber hier sinnlos unter Druck. Machen wir mal etwas offensiv runter. Ekdal. Nikolai Müller. Da haben Bobby wir wieder eine Lücke. Das könnte eine Gelegenheit Wood werden. Wood ist ja auch noch fit, dadurch ich ihn erst eingewechselt habe. Ja, und das sind halt solche Dinger, das sind für mich fast hundertprozentige Tore, aber da ist kein Pumps dahinter, muss man einfach so sagen. Ja, da kann man schon fast sagen, FIFA hat es realistisch nachgestellt. Ganz richtig, echt den Ball fest. Die Abschüsse in Wirklichkeit sehen beim HSV halt nicht viel anders aus. Jung. Ja, auch Nikolai das wieder, das ist halt mit dem Ball am Fuß Richtung ohne Zug. Tor. Und ich drücke halt wirklich auf die Tasten. Ja, und da kommt so ein läppischer Pass. Das ist. Ja, was soll man dazu sagen? Dominik Heinz. Werde mal sehen, in meinen ersten Videos, ob ich das mit der Sprachaufnahme erstmal so weiterlasse oder ob ich das erst am Anfang jetzt weglasse, nur erstmal aufnehme. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Wie gesagt, die Vor Qualität Köln, klingt Ball nicht so besonders. Ich habe es mir ja vorhin wirklich kurzzeitig, bevor ich jetzt hier teste, mal angehört. Es ist halt sehr leise, sehr stumpf. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Aber für den Anfang kam man das ja ganz, richtig. Kam man das ja doch ab und zu durch. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Ja. Sie sind in Rückstand. Leider nicht nah genug, dass man hier einen direkten Freistoß draufzirkeln kann. Aber hier ist so eine schöne Lücke, probieren wir mal drüber zu heben. Und jetzt die Chance. Und das klappt natürlich. Und da haben wir wieder das gleiche Beispiel. Er nimmt ihn an, hat alle Zeit der Welt. Ja, es hätte eigentlich auch eine Direktabnahme sein können. Es wird aber einfach nicht gemacht. Das ist halt. Wird das seine Torchance? Warte. Er zeigt den Vorteil. Ja. Und das gibt Freistoß gegen den FC. Schon wieder ein Freistoß. Schön. Mal gucken. Ja, oft. Ja, da hat mein Gegner leider weggeklickt. Was auch immer wieder sehr, sehr gut ist im FIFA. Oft werden Sachen gepfiffen, was eigentlich gar nichts ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das jetzt ändern kann. Kamera. Ah, deswegen. Okay. Hab wie gesagt ja wirklich schon bereits gespielt. Klar, dass den Fans hier einige Situationen zu lange dauern. Aber das ist kein Tor. Das war jetzt gar nichts. Das werde ich, glaube ich, mir erstmal wieder anschauen müssen, ein bisschen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nee, da klappt das Abspiel überhaupt ja, nicht. Ja, haben sie probiert, mich mal auszutricksen, aber leider auch nicht geklappt. Ja, wenn ich mit den HSV spiele, ist bei mir häufig definitiv immer das Stopp-Elf drin. Chance erstmal vorbei. Ja, das ist für mich persönlich, auch wenn er in der Kritik immer steht, schon einer, der die Leistung gebracht hatte. Obwohl ich muss auch sagen, gestern, man hat ihn leider nicht gesehen. Ja, also das, was ihn immer ausgezeichnet hatte, da fehlte wahrscheinlich auch ein bisschen das Vertrauen des Trainers. Sauber vom Ball getrennt hier. Gute Gistol hat ihn ja doch länger jetzt auch nicht aufgestellt. Schön dazwischen gegangen, was für mich ein bisschen unverständlich war. Ich finde, dass er einer dieser Identifikationsfiguren beim HSV nach langer Zeit mal war, der sich wirklich mit dem Publikum, mit den Leuten auseinandergesetzt hat. Man hat ihn halt wirklich komplett fallen lassen, statt wirklich mal weiter probieren auszubauen. Ja, er war ja definitiv auch nicht der Schlechteste. Aber das ist halt auch so eine Sache beim HSV. Spieler waren gut, beim HSV werden sie prinzipiell alle schlechter oder verlernen wirklich das Fußballspielen. Jetzt müssen sie aufpassen. Wichtiges Tackle hier. Ja, da müssen sie aufpassen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Oh. Ja, ich weiß nicht, was mein Gegner hier mit bezwecken wollte. Werfen wir nochmal einen Blick auf der gute Deodate. Gestern hat er einen Doppelback geschafft. Jetzt wird er hier erlöst, Buschi. Er darf runter. Leider gegen mich hat er jetzt nicht wirklich was gezogen. Ja, einen Gotzenbock werde ich sicherlich nicht im Online-Modus machen. Nikolai Müller. Bobby Wood.
Ach, Mist. Ballverlust. Das könnte die Chance werden. Da kommt der Pass. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Ja, 10 Minuten. Die Schlussphase läuft. Wird er irgendwie noch ein drittes Tor machen? Da kommt doch noch einer dazwischen. Ob das jetzt so gut klappt, ist die andere Frage. Sörensen. Na. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Christian Clemens. Keeper geht gut zum Ball. Faustet ihn weg. So. Ganz sicher. Auch dieser Ball kommt an. Nikolai Müller. Holtby. Wird's jetzt gefährlich? Ganz stark. Clemens. Jetzt können sie vielleicht kontern. Weg ist der Ball. Er gibt abseits. Sehr schade, da wäre ich wirklich nochmal durch gewesen. Maro. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Guter Pass. Und die letzten Sekunden laufen. Abwehr hat aufgepasst. Maro. Sie müssen aufpassen. Das, der Sieg ist mir schon mal sicher. Aber wirklich schade, das könnte eine Gelegenheit werden. Noch mal, obwohl, vielleicht haben sie doch jetzt. Da verlieren sie den Ball. Ich glaube nicht, dass es noch ein drittes geben wird. Sie vielleicht eine Chance entwickeln. Jung. So natürlich kein Problem. Ja, Jung. Er holt sich den Ball. Jung ist halt wie im Echten. Ich weiß nicht, warum der bei denen kommt so selten Pässe an. Luis Holtby. Nikolai Müller. Sakai. Luis Holtby. Und ja, schade, das war's. Aber natürlich den zweiten Sieg jetzt im zweiten Spiel. Sowas ist natürlich sehr gut für mich. Hat einen guten Start. Und das sogar 2 Spiele mit dem HSV. Normalerweise nutze ich oft in der Season BVB. Aber den läuft zur Zeit auch nicht so rund. Ja, da trifft man ja doch oft gegen Mannschaften von Bayern, München, Barcelona. Was nicht allzu berauschend ist, sage ich jetzt mal, weil es sehr eintönig ist. In den höheren Sternewertungen, die Mannschaften, sind es halt immer die gleichen. Also selten mal jemand dabei, der sagt, okay, ja, nimmt mal einen anderen Club oder so. Es wird halt am meisten die Mannschaften genommen, die am besten besetzt sind, was halt auch relativ langweilig dann ist. Ich bedanke mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Match.